In dem Bonusvideo möchten wir euch unsere Unterkunft in Arild vorstellen. Wir haben jetzt Samstag, Abreisetag in Dänemark. Toni und Jörg sind schon gefahren. Wir haben zusammen das Haus noch aufgeräumt. Wir hatten mit Parken 14, wirklich ein klasse Haus. Kann ich jedem nur empfehlen. Wir gehen mal rein, dann zeige ich euch mal die richtig gute Hütte hier. Autos auch wieder pickepacke voll. Man schleppt ja ein Zeug mit, das ist echt der Wahnsinn. So, ihr seht's, Auto, kein Millimeter mehr frei. Oben Dachbox, meine kleine Mayo-Box, auch komplett voll mit Angeln und anderen Sachen. Hier ist ein Carport, dahinter ist ein kleiner Schuppen mit der Tiefkühlmöglichkeit. Hier auch der Kugelgrill drin. So, gehen wir wieder zurück. Natürlich den Müll nehmen wir auch mit. Die Wäsche, die wir gemietet haben, Bettwäsche und Handtücher, gehen auch zurück. Hier kommt man rein, hat direkt vorne den Stromzähler. Warte mal. So, hier muss man vorher ablesen, welchen Stromverbrauch man hatte. Aufschreiben, ganz wichtig. Und bei der Abreise auch wieder notieren, damit man später den Stromverbrauch vernünftig nachhalten kann. Hier geht's rein, haben wir zuerst das Gästeklo. Vollkommen ausreichend, wirklich schön, sauber alles. Dann haben wir einen Sicherungskasten. Wer es braucht, Waschmaschine und Trockner. Wir haben einmal gewaschen, macht schon Sinn. Dann kommt man rein ins Haus. Große Küche, sehr geräumig. Kühlschrank, TK-Kombination, Kaffeemaschine, Spülmaschine, Wasserkocher, Herd und Abzugshaube. Mikrowelle, alles tipptopp. Dann geht es in den großen Wohn-Essbereich, sehr großzügig. Hallo Schatz. Hallo. Wirklich sehr schön, alles hell, hohe Decken. In dem Haus ist auch Holz mit dabei, hinten im Schuppen kostenlos. Hier kann man auch im Winter, wenn man mag, sich ein Feuerchen anmachen im Kamin. Flachbildschirm ist dabei. Schöne große offene Fensterfassade, kann man schön abends sitzen. Lederkombination zum Sitzen wirklich top. Klimaanlage hat das Gerät, das Haus zum Heizen und zum Kühlen wirklich einwandfrei. Ist auch ruckzuck an, wie gesagt, wenn man hier ausgekühlt reinkommt im Winter, das Ding 5 Minuten laufen lässt, ist es wirklich mollig warm. Großer Esszimmertisch. Passen 8 Leute dran. Wie in Dänemark üblich, denken die auch immer an den Nachwuchs. Kindersitz. So, das ist die Optik dann nach vorne weg. Dann kommt das erste Schlafzimmer. Hier ist ein Etagenbett und ein einzelnes. Hier hat Toni genächtigt. Alles sehr hell. Das Haus ist auch in einem guten Zustand. Schrank ist auch da für die Klamotten. Viel Platz. Viel Platz oben für die Kinder. Brettspiele. Das war das erste Schlafzimmer. Radio ist da. In den Kommoden sind auch Spiele. Und also hier kriegt man keine Langeweile, wenn man mit Familie hinfährt. Hier oben ist ein kleines Kinderspiel. Löwen, Höhlen, Zimmerchen. Wo sich dann die Kleinen nochmal zurückziehen können, wenn sie keinen Bock haben auf die Family. Geht über eine Holzleiter hoch. Dann kommen wir ins Bad. Mit Whirlpool,
Wir haben nicht einmal drin gelegen, hätten es nutzen können, aber der Aufwand, das Ding wieder zu reinigen, ist einfach zu hoch. Das lohnt sich nicht für uns. Auch hier mit einem zweiten Klo, was bei vier Leuten schon wirklich Sinn macht, gerade morgens. Schöne Dusche dabei und eine Sauna, die wir aufgrund der Temperaturen noch nicht genutzt haben. Groß genug für, ich sag mal, 2 bis 3 Leute. Alles da, was man braucht. Wie gesagt, Dusche. Also wirklich ein schönes Häuschen. Diesmal hatten wir echt Glück. Wir haben ein Upgrade gemacht von dem Haus. Hatten erst ein kleineres, dann kam meine Frau Donner mit. Und wir haben ein größeres gebucht und es war auch die richtige Entscheidung. Hier haben wir eins der 2 Elternschlafzimmer mit Doppelbett. Auch geräumig. Wie gesagt, die kleinen schmalen Gänge neben dem Bett, das ist in Dänemark irgendwie Standard. Irgendwie sind die Menschen hier kleiner oder die legen halt auf die Schlafräume nicht so viel Wert. Trotzdem zum Schlafen vollkommen ausreichend. Das gleiche spiegelverkehrt finden wir auch auf der anderen Seite. Das ist quasi 1:1 das gleiche. Doppelbett, kleine Kommode, Haken an der Wand für die Klamotten. Ein schöner Schrank, das reicht auch vollkommen. Fenster mit Jalousien ist auch ganz praktisch. Kann man auch auf Kippstellung machen zum Lüften. Das war das Häuschen von innen. Jetzt gehen wir noch mal kurz nach außen. Aber ich glaube, hier habe ich schon abgeschlossen. Dann gehen wir noch mal außen rum. So. Die Häuser sind ja alle ausgelegt auch für Familien, zumindest die größeren. Hinten eine kleine Schaukelecke für die Kinder. Hier hat man 2 Tische. Wir haben ihn zum Basteln für die Angelsachen benutzt, zum Drauflegen. Hier ist noch ein größerer Tisch, beziehungsweise einer fürs Abendessen. Hier haben wir draußen gegessen. Hier haben wir auch den Grill hingestellt, hier vorne in dem Bereich. Konnten dann abends schön grillen. Also wirklich ein 1A-Häuschen. Da ist das Klimagerät in der Ecke. Also dieses Haus werden wir mit Sicherheit, wenn wir nochmal kommen, wieder buchen. Für uns war das jetzt von der Größe her ideal. Und jetzt geht es nochmal 3 Stündchen an den See, vielleicht auch 4. Dann fahren wir zur nächsten Anlage nach Fruskow, machen da nochmal einen 2-Stunden-Timer. Und dann geht's wieder nach Hause zu den Lieben. Frau winkt schon mit dem Schlüssel. Alles zu. Das ist das Zeichen für, wir fahren nach Hause. Ja. So. Nochmal ein letzter Schwenk und tschüss. So, noch ein kleiner Nachtrag. Hier ist nochmal das Carport. Dann zeige ich euch gerade nochmal den Schuppen innen drin. So, einfach nur mit dem Schwenkhaken aufgemacht. Man kann auch theoretisch sich ein Vorhängeschloss mitnehmen. Seht ihr hier? Weil hier drin ist die Ticker-Truhe. Und falls mal jemand hier nachts Fischstibitz, dann ist man zumindest, kann man abschließen. Hier ist auch das Brennholz, was man nehmen kann für den Kamin. Wir sind angekommen, da war die Tiefkühltruhe ausgezogen. Wir haben es auch wieder so gemacht. Also die ist wirklich riesig. Da könnt ihr Fische fangen, bis der Arzt kommt. Die werdet ihr nicht voll bekommen mit Filets. Hier sind auch noch ein paar Kinderspielsachen drin. Aber wie gesagt, wir sind nicht zum Spielen, sondern zum Angeln hier. Hier drunter ist der Weber-Grill. Hat uns auch gute Dienste erwiesen. Haben 2-3 Mal gegrillt. Abends sehr gemütlich. So, das war's jetzt auch. Mehr gibt's nicht zu zeigen von der Anlage, vom Häuschen. Hier habe ich für euch nochmal einen Screenshot bzw. ein kleines Video gedreht. Das geht gleich runter. Die Ausstattung von dem Haus, was das Haus alles kann, ist echt schon eine Bombenausstattung. Hier seht ihr den Buchungskalender für 2021 mit den verschiedenen Preiskategorien.
Wenn ihr auf den Kalender drückt, könnt ihr auch sehen, ob das noch frei ist und eine Reservierungsanfrage stellen. Hier kommen ein paar Fotos von der Außen- und Innenansicht von dem Haus. Also wir waren echt total begeistert mit eines der besten Häuser, die wir in Arild bis jetzt hatten. Hier auch nochmal der Grundriss von dem Haus, schön aufgeteilt, große Terrasse, schön überdacht, also wirklich einwandfrei. Über die Maske kann man direkt eine Buchung machen, man kann auch dann passend die Endreinigung oder Bettwäsche dazu wählen. Wir haben die Endreinigung selbst gemacht, die Kosten haben wir uns gespart. Das war mit 4 Leuten eine halbe Stunde, war alles blitzeblank. Ich habe jetzt auch nochmal einen Screenshot bzw. ein Video gedreht. Das sind die aktuellen Bestimmungen, die jetzt gelten zur Corona-Zeit. Die Öffnungszeiten haben sich auch geändert in der Corona-Zeit, aufgrund dessen, dass der Betreiber immer vor Ort sein muss und kontrollieren muss, ob nach Feierabend noch Leute auf dem Gelände sind. Aus dem Grund sind die Öffnungszeiten nur noch bis 16 Uhr. Wir haben die vergangenen Jahre, wenn wir in Arild waren, auch mal Ausflüge von Römbö nach Sylt gemacht mit der Fähre. Das ging auch relativ gut. Im Grunde ist jetzt die Unterkunft nicht nur rein zum Angeln da. Direkt in Arild Ferriby, in der Ferienanlage, gibt es auch andere Möglichkeiten wie Minigolf, eine Schwimmhalle. Für Familien ideal, die können sich da gut beschäftigen. Falls man auch mal Lust hat, eine andere Angelanlage zu besuchen, braucht man fahrtechnisch nur maximal eine Stunde fahren im Umkreis und hat dann bestimmt 10 bis 12 Anlagen, die man gut anfahren kann. Ich hoffe, dass ich mit dem Video einigen Interessierten weiterhelfen konnte. Die nächste Folge, Teil 3, kommt die Tage auch. Macht's gut, bleibt gesund, bis dahin und tschüss.